Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, in dieser Woche packen wir zwei Bücherwochen zusammen, denn ich habe drei Wälzer gelesen. Und da es bei einem Buch eben geplant war, dass wir das über 2 Wochen lesen werden, dachte ich mir, was passt denn da von der Seitenanzahl noch dazu? Und es sind drei echte Klopper geworden. Also auf jeden Fall gut für die Wälzer-Challenge, insofern man so etwas hat. Aber ja, es lief auf jeden Fall ganz gut. Also 3 Bücher sind es geworden. Ich habe in der letzten Bücherwoche vergessen, über einen Kinofilm zu sprechen. Und ich habe in dieser Woche oder ja, in dieser letzten, ja, in dieser Woche auch ein wenig Serie geguckt auf Netflix. Und da würde ich auch noch ein bisschen was erzählen. Wie immer starten wir aber natürlich chronologisch mit den Büchern. Ich packe die Bücher wieder unten in die Infobox, auch die Zeitstempel. Sollte euch da irgendein Buch besonders interessieren, schaut da gerne vorbei. Auch wann das sonstige Geplauder mit den Serien, Filmen und sonstigen ein bisschen anfängt, ja, findet ihr mal alles unten. Schaut da also gerne mal vorbei. Ja, ich habe in den 2 Wochen gelesen Natur und Wesen von Mittelerde von J.R.R. Tolkien. Also der erste Wälzer mit etwas über 700 Seiten ist ein Weihnachtsgeschenk und ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Ja, ein nächster Wälzer, den ich zwar in der Hand halte, aber eigentlich habe ich ihn gehört und zwar von Andreas Eschbach, Eines Menschen Flügel. Hatte ich mir ja doch vor einer ganzen Weile als Hörbuch gehört, hatte dann das echte Buch ja, geschenkt bekommen und deswegen kann ich das jetzt auch hochhalten, aber ich werde dann das Hörbuch auf jeden Fall einblenden. Und als letztes als E-Book gelesen haben wir Kinslayer, der 2. Band der Lotuskriege-Reihe-Trilogie von Jay Kristoff. Und das war eben das Buch, was wir so ganz bewusst uns mit etwas über 700 Seiten auch für 2 Wochen eingeteilt haben. Und ja, da war eine gute Woche. Es war eine gute Woche, das kann ich definitiv sagen. Ja, wir beginnen mit einem Mittelerde-Sachbuch und zwar Natur und Wesen von Mittelerde von J.R.R. Tolkien. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, hatte ich mir auch gewünscht und es passte eben jetzt einfach so ein bisschen von der Überlegung, wie viele Seiten schaffe ich so circa pro Tag, einfach hier, dass ich das mit reinnehme und ich hatte mich so gefreut. Also wirklich ein Wahnsinnsbuch, leider gar nicht so viele Grafiken, jetzt wenn man einen sucht, wie man sich das vorgestellt hat. Man muss schon sagen, also für mich war es schon ein Highlight, ein tolles Sachbuch. Man muss aber schon sagen, man muss da schon Mittelerde-Fan sein, man muss da schon Nerd sein. Ich glaube, sonst ist das nichts. Also es ist, natürlich hat man hier wirklich ein Werk, ein Nachschlagewerk mit wahnsinnig vielen Hintergrundinformationen. Es ist kein klassischer Roman oder es ist auch keine Sammlung, die irgendwie von Geschichten erzählt, sondern hier wurde über 20 Jahre im Grunde ein Werk geschaffen mit einer Sammlung aus losen Zetteln, Notizen, Gedanken, die Tolkien irgendwann mal zu seinen Werken hatte. Und es wurde Karl Hohlstetter, genau Hohlstetter, beauftragt von Christopher Tolkien, dem Sohn von J.R.R. Tolkien, das irgendwie in eine Form zu geben. Und es begann irgendwie 1997, dass sich Hohlstetter dran gemacht hat und das alles zu sammeln, zusammenzubringen, in eine Form zu bringen. Und es ist eben manchmal schon spürbar, dass das doch irgendwie wahrscheinlich ein Bündel loser Gedanken, Ideen war, wobei man schon merkt, dass Tolkien gar nicht so lose sich diese Welt vorgestellt hat, sondern hier wirklich einen Geniestreich gemacht hat. Wir haben hier das Buch in unterschiedlichen Kategorien. Es geht zum Beispiel um die Zeit und auch das Altern. Also wie zum Beispiel Elben die Zeit wahrnehmen. Bei denen ist ein Lebensjahr 144 Menschenjahre. Woran das liegt, wie diese Rechnung zustande kommt, warum sich Tolkien in manchen Dingen daran gehalten hat und manchmal auch nicht, wo es dann eben auch wichtig ist und wo eben auch diese Zeitunterschiede spürbar sind, wo sie vielleicht auch zu Problemen geführt sind und ja, wie er das im Grunde koordiniert hat in seinen unterschiedlichen Geschichten. Es gibt dann auch was zu Körper, Verstand und auch Geist. Um bei den Elben zu bleiben, ging es hier auch ein bisschen um diese Unsterblichkeit, dass er eigentlich festgehalten hat, dass der Geist der Elben nur unsterblich ist und die im Grunde ihren Körper sehr, sehr langsam verzehren und dann aber die Seele im Grunde weiterlebt und wieder Form annimmt. Und das fand ich richtig schön, so in dieser besonderen Art hier drin auch einfach festgehalten zu lesen,
wie besonders er zum Beispiel auch diese Beziehung einfach zu den Elben hatte. Und dann geht es eben auch noch ein bisschen weiter um die Ländereien und auch um die Welt. Und es geht eben um Ada, also darauf befinden wir uns ja, und eben auch die verschiedensten Bewohnern, wie die Unterschiede hier sind, wie Zwerge, was die von den Menschen unterscheidet und so weiter. Das fand ich wirklich toll. Es ist ein wahnsinnig informatives Sachbuch. Also hier steht gefühlt wirklich alles drin, was man irgendwie an Hintergrundwissen gebrauchen kann. Es lässt nicht einen direkt in die Welt eintauchen, auch wenn ich wieder große Lust auf Mittelerde bekommen habe. Es ist schon wirklich sehr faktisch. Wir haben hier wirklich so eine Sammlung an Themen, die schon auch, glaube ich, zum Teil ein gewisses Grundwissen voraussetzen. Also man sollte, finde ich, schon irgendwie den Hobbit, den Herrn der Ringe, vielleicht auch das Silmarillion kennen, um eben zu wissen, wie ist diese Welt entstanden, wie sind diese Unterschiede der Elben aufgebaut, wann kam im Grunde zu welchem Zeitpunkt jemand dazu an Bewohnern, an Wesen und so weiter. Also so ganz aus dem Kalten, wie man sagt, wenn man noch nie irgendwas von Mittelerde gelesen hat, sollte man nicht dazu greifen. Wie gesagt, es sind auch kaum Grafiken enthalten, es sind wahnsinnig viele Tabellen, Fußnoten, und über die Fußnoten lese ich auch gerne mal so ein bisschen hinweg. Aber es ist halt wirklich mit über 700 Seiten wirklich ein wahnsinniger Wälzer. Ja, es hat, glaube ich, über 700 Seiten. Ein wahnsinniger Wälzer, und er hatte mir manchmal doch einfach zu viele Informationen. Also irgendwann verliert man sich in diesen, man verliert sich auch sehr schnell, und man hat schon den Eindruck, wie konnte das alles nur im Kopf von einem Mann entstehen? Also was muss da im Kopf vorgegangen sein von Tolkien, damit er das alles irgendwie umrissen hat? Weil im Gegenzug zu ja manch anderem, der sich ja dann noch extremer verliert und dann auch zu gar keinem Ende kommt, George R. Martin, hat man hier schon den Eindruck, dass Tolkien wirklich eine Spur verfolgt hat, gewusst hat, wie seine Welt tickt. Also ich glaube, den, wenn man nachts geweckt hat und gesagt, hey, wenn du hier vom unteren Bühl nach links abbiegst, auf welcher Straße bist du, dann hat er dir das wahrscheinlich gesagt. Und das merkt man hier drin auch. Also man muss schon eine gewisse Leidenschaft für Mittelerde haben, man muss Spaß so ein bisschen an diesen Fakten haben. Manchmal war es vielleicht auch eine Spur zu wissenschaftlich. Ich fand, es wird dann manchmal einfach zu viel draus gemacht, damit dass das ja ein Fantasy-Buch ist. Man darf das halt nicht vergessen, und das habe ich hier manchmal tatsächlich so gedacht. Wir lesen hier nichts Historisches über eine untergegangene Welt, sondern es ist Fantasy. Und so leid mir das tut, das zu sagen, ich wollte halt auch keine Doktorarbeit schreiben. Also ja, es ist spannend, es ist interessant. Ich glaube, es war gut, dass ich mir das auf 14 Tage auch eingeteilt habe, dass ich immer abends, wenn im Grunde das gemeinsame Projekt beendet war, ich gesagt habe, so, ich habe jetzt noch Lesezeit, ich greife jetzt dazu, oder zum Teil auch vorher. Und ich glaube, dass das gut war. Ich glaube, wenn man das sich so vornimmt und einfach durchliest und nichts anderes liest, da hätte ich es vielleicht ja nicht ganz so gut gefunden. Also es ist definitiv für Mittelerde-Fans ein absolutes Must-Read gefühlt, aber man muss sich auf diese Wissenschaft und diese Theorie schon einlassen und wissen, ja, dass man dann nicht irgendwie wie bei den verschollenen Geschichten oder so Romane bekommt oder Kurzgeschichten, die einem diese Welt näher bringen, sondern es sind hier schon sehr viele Daten, Fakten und ja, das so ein bisschen gesammelt. Es war gut, mir hat es gefallen, aber es ist schon sehr explizit und wirklich für echte Mittelerde-Nerds. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Über die ganzen 2 Wochen gehört habe ich dann im Grunde den nächsten Wälzer mit knapp 1400 Seiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, 13 und ein bisschen was. Also ja, das waren auch über 40 Stunden Hörzeit. Das Hörbuch ist, glaube ich, im Oktober 20 bei mir eingezogen. Und letztes Jahr zum Geburtstag habe ich dann eben auch das echte Buch geschenkt bekommen. Das Hörbuch ist gesprochen von Matthias Köberlin. Das ist auch ein Schauspieler, der durchaus bekannt ist und der zum Beispiel auch im Jesus-Video, also bei der Verfilmung zu einem der Eschbach-Romane, die Hauptrolle gespielt hat. Da war mir der Name dann eher eine Begrifflichkeit. Ich bin ja sonst nicht so fit, was deutsche Serien und Filme angeht. Die Geschichte ist schon so Science-Fiction mit Fantasy gemischt. Die Menschheit lebt mittlerweile auf riesigen Bäumen, die, da sie nicht mehr die Möglichkeit haben, den Boden zu betreten, denn dort droht eine große Gefahr. Eins kamen die Vorfahren auf diesen neuen Planeten, auf dem jetzt die Geschichte eben spielt, als die Erde nicht mehr bewohnbar war. Und es wurde den Menschen dann eben auch, oder jetzt den Bewohnern, Flügel gegeben. Und
Eigentlich wird das Leben in recht ruhigen Bahnen gelebt und man ist auch mit der Natur im Einklang. Man schätzt das, man weiß das zu würdigen, man ist aber auch vorsichtig, was eben den unbewohnbaren Boden angeht. Und ja, es werden auch nur sehr wenige Dinge hinterfragt. Doch dann kommt eines Tages Owen, der unbedingt die Sterne sehen will und so hoch fliegt wie vorher noch kein anderer. Und er behält das sehr, sehr lange für sich, teilt das nur mit seiner Freundin und dann Frau. Doch irgendwann berichtet er davon und das findet seine Gemeinschaft zwar erst schon recht spannend, hinterfragt dann aber irgendwann, was er da eigentlich erzählt, ob das stimmen kann, wie das möglich ist, was er dafür gemacht hat, was er hier eigentlich für eine Rebellion anzetteln möchte und so weiter. Und dann möchte er eigentlich beweisen, dass das möglich ist, zusammen mit anderen jüngeren Interessierten. Und ja, kommt hierbei um, und das ist jetzt gar kein Spoiler, das passiert ja im Grunde auf den ersten 100 Seiten. Und das ist dann eben eine Verkettung, die sein Sohn Oris, der jetzt nun den Namen seines Vaters reinwaschen möchte, ja, im Grunde als Aufgabe hat. Also er möchte die Bruderschaft aufdecken, er möchte hinterfragen, warum man hier unterwegs ist und wie eigentlich diese ganze Gemeinschaft geführt, gelenkt und gefordert wird. Und es sind dann eben auch einfach Veränderungen im Gange, die er und dann auch wir als Leser nicht weiter ignorieren können. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon sehr schwierig, so ein bisschen den Kern aus 1400 Seiten zusammenzufassen. Natürlich kann ich nur ein bisschen was zu Beginn erzählen von der Geschichte, dass man so ein Gespür dafür bekommt. Es ist eine sehr, sehr spannende Idee. Also dieser Gedanke, dass die Menschheit auf einem Planeten ausweicht, dort irgendwie sich dann entwickelt, damit sie den Umständen entsprechend dort leben kann, eben auch Flügel bekommt, das hat Eschbach sich super gut überlegt, und da schubst meine Katze den Tisch zur Seite. Ja, das hat er sich super gut überlegt, bringt das wahnsinnig bildgewaltig, bildhaft, detailreich, wenn nicht gar detailverliebt rüber. Doch leider vergisst Eschbach manchmal seinen Spannungsbogen. Zumindest den gerade zu ziehen. Denn der wird nicht durchgängig gehalten. Also ich glaube, und das sage ich ganz ehrlich, hätte ich das Buch gelesen und nicht gehört, wäre ich wohl irgendwie nach einem Drittel oder ja, so zwischen dem Drittel und der Hälfte irgendwo ausgestiegen. Denn es gab dann so viele Wiederholungen und es ist einfach nicht mehr so viel passiert in manchen Szenen, dass ich manchmal wirklich so dachte, was habe ich jetzt eigentlich in der letzten Stunde gehört und was ist in dieser Stunde passiert? Und musste dann auch feststellen, also so richtig vorwärts gekommen sind wir in der Geschichte jetzt eigentlich nicht. Also es war manchmal schon sehr zäh, was ich als Hörbuch tatsächlich ganz so ein bisschen weghören konnte. Ich habe nebenbei gestickt, geputzt, mich fertig gemacht. Da sind vielleicht die Gedanken sowieso nicht immer ganz 100% auf dem Hörbuch, aber das war hier auch tatsächlich gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, manchmal habe ich eine Stunde gehört und gedacht, naja, also außer aus zwei spannende Dialoge wurde jetzt nicht hier allzu viel. Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Besonders denn der Mittelteil, der war halt schon zäh, er war sehr wiederholend und dann erzählt es Person 1, 2, irgendwann 2, 3 und dann auch nochmal der dritte den vierten. Und dann denkt man sich, ja, jetzt habe ich tatsächlich auch verstanden. Es tut mir leid, hier ist so ein bisschen die Sonne, die rein und rauskommt. Ich hoffe, das geht einigermaßen mit der Kamera. Ja, als Hörbuch ist es wie gesagt okay. Lesend wäre es mir wahrscheinlich zu langweilig geworden. Zudem fand ich sehr schwierig, dass viele, viele Namen unfassbar ähnlich klingen und das nicht nur im Hörbuch. Ich habe dann eben auch mal zum Buch gegriffen und dachte mir dann auch, ach, kann man es den Menschen und Lesern nicht einfach ein bisschen einfacher machen und unterschiedlichere Namen wählen? Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, selbst wenn ich die vor Augen hätte. Ich weiß, dass manche ja schon beim Herrn der Ringe über die vielen Namen gestöhnt haben oder gar bei das Lied von Eis und Feuer, aber ich fand es hier schon extrem. Also klar kann man jetzt sagen, Boromir und Faramir, die Söhne von Denethor, da ist natürlich so eine gewisse Ähnlichkeit an Klang, aber ach, da wusste man trotzdem irgendwie, wer ist. Das fand ich hier tatsächlich manchmal sehr schwierig. Auch gab es einen Wechsel der Zeit und das hat mich manchmal, und das liegt wahrscheinlich auch am Hören, ein bisschen irritiert und es war auch einfach schwer, dem zu folgen. Denn
da war man manchmal so unterbrochen und rausgerissen. Und bis man wieder drin war, ich fand das manchmal nicht schön erzählt. Da habe ich mich manchmal gefragt, warum das nicht anders erzählt würde. Das Ende hat mir dann wiederum sehr gut gefallen. Also so die letzten, ja, gut 4-5 Stunden. Ja, so grob, wahrscheinlich so das ein bisschen weniger als das letzte Viertel. Es war sehr düster, es war realistisch, es hat einfach gepasst. Und da hat man dann auch wieder gemerkt, dass das Eschbach da wieder einen wunderbaren Spannungsbogen hinbekommen hat. Es ist schon beeindruckend, was Eschbach da geschaffen hat. Das muss man wirklich sagen, ähnlich wie bei Tolkien, ohne die beiden jetzt wirklich zu vergleichen. Man merkt schon, dass Eschbach hier sich Gedanken gemacht hat, eine Welt erschaffen hat, Charakteren auch Tiefgang gegeben hat, Entwicklungen gezeichnet hat. Aber es waren einfach locker 500 Seiten zu viel. Also ich glaube, wäre das Buch um die 1000 Seiten, wären zwischendurch immer mal so 10, 20 Seiten, wenn diese Wiederholungen kommen, gestrichen worden. Wenn man das Detailreiche so ein bisschen weggenommen hätte, ich glaube, das hätte dem Buch wirklich gut getan. Es waren jetzt über 40 Stunden Hörzeit, in meiner Hörzeitwelt ein bisschen was über 20, also ganz gut machbar jetzt auch in den 2 Wochen. Aber ich muss schon sagen, wenn das Buch wirklich einfach 10 Stunden locker weniger gehabt hätte, dann ja, hätte ich das auf jeden Fall passender gefunden. Muss ich ganz klar sagen, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Und da denke ich mir halt immer, wo ist das Lektorat, das Korrektorat, wo ist der Verlag, der da einfach vielleicht mal nochmal kritisch drüber liest und sagt, wo verliert sich der Autor zu sehr. Und ja, jetzt gibt es natürlich die Leute, die das gerne lesen. Ich bin ja auch jemand, der es langsam erzählend mag, der es ausführlich mag, bildhaft. Also ich habe von Tolkien geschwärmt. Ich mochte, weil ich es gerade sehe, Inzani von Kerstin Merkel. Auch das ist eher ein bisschen langsamer erzählt und wunderbar einbringend. Aber Eschbach hat das schon so ein bisschen an die Spitze gebracht. Das muss ich ganz klar sagen. Aber es war ein gutes Buch. Also es würde jetzt in meiner Welt, wo es jetzt nicht unbedingt immer Sterne gibt, auf jeden Fall 3 Sterne bekommen, weil mehr positiv war als negativ. Aber lesend hätte ich wahrscheinlich den Wälzer nicht durchgehalten. Das muss ich auch wirklich sagen. Ich glaube, da hätte ich viel früher die Flügel gestrichen, wie man so schön sagt. Das passt gerade ganz gut. Und ja. Wahrscheinlich nicht ganz unschuldig an diesem Langsamkeitsgefühl bei Eschbach war wohl auch das nächste Buch, nämlich Kinslayer von Jay Kristoff. Das ist der 2. Teil der Lotus-Krieg-Reihe. Hier hinten steht Band 1, Band 2 ist bei mir als E-Book eingezogen. Habe ich zusammen mit Becky und Roman gelesen. Findet beide ja, YouTube, Instagram-Kanäle unten mal in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, wir hatten uns den 700-Seiten-Wälzer eben für 2 Wochen eingeteilt. Und ja, das war definitiv auch gut so. Wenn auch ich ganz klar sagen muss, dass das schon ein Buch wäre, was man so an einem langen Wochenende wegsuchtet. Aber man dann natürlich nicht vielleicht so diese Eindringlichkeit hat, wie ich es hier einfach geliebt habe. Für mich ein Highlight. Ich muss da gar nicht so viel erzählen. Zudem ist es sowieso schwierig, bei einem zweiten Buch so ein bisschen was über die Story zu erzählen. Es ist hier eine direkte Fortsetzung. Die Reihe geht nahtlos weiter. Wir hatten ja im ersten Teil Yukiko kennengelernt, die zusammen mit ihrem Vater für den Shogun auf der Suche war nach dem Donnertiger. Wir sind hier in einem japanischen Setting unterwegs und wir sind schon in einer näheren Zukunft. Wir haben hier auch definitiv so eine Art ja, Umweltbelastung, die wirklich auch ganze Bereiche zerstört. Und der Shogun möchte eben einen Donnertiger. Eigentlich ist dieser ausgestorben. Trotzdem macht sich Yukiko mit ihrem Vater und einer Mannschaft auf die Suche. Sie finden einen. Dieser wird dann auch verletzt, ist darüber mehr als wütend. Doch beide merken dann recht schnell, dass sie eine gewisse Verbindung zueinander haben. Und um eben all das, was in diesem Land, in diesem Reich nicht gut läuft, irgendwie zu verhindern, aufzudecken und vielleicht sogar Rache zu nehmen, da merken sie, sie müssen eben miteinander arbeiten, sie müssen sich zusammenraufen und die Geschichte erzählt sich dann eben im 2. Band weiter. Und ich fand schon den 1. großartig, spannend, episch, packend und der 2. Teil steht dem im Nichts nach. Es ist auch kein klassischer 2. Band, der irgendwie Luft holt. Leider nein, es sind einige Dinge geschehen, die wirklich überraschend waren, die mich wirklich weggeblasen haben, die mich haben den Atem anhalten lassen. Es war wirklich ein grandioses Highlight. Es ist eine wahnsinnig epische, große, bildgewaltige Reihe und das macht Jay Kristoff wirklich in Perfektion. Also ich bin so, so froh, dass ich ihn mit Nevernight entdeckt habe und ich freue mich so auf alles, was von ihm noch kommt. Und wenn man bedenkt, dass, glaube ich, ja die Bücher auch schon ein bisschen älter sind, nicht ganz 10 Jahre, soweit ich mich in Erinnerung habe, dass das ja auch, glaube ich, eins seiner ersten Bücher mit war oder Buchreihen, da muss man echt sagen, dass er hier schon
schon wirklich einen wahnsinnigen Grundstein gelegt hat an Dingen, wie er Geschichten erzählt. Es ist definitiv episch mit tollem Worldbuilding, wo Christoph wirklich bildhaft eben auch erzählt, wie diese Welt aussieht, wie sie funktioniert, aber er verliert sich nicht so sehr in Details. Es gibt Charaktere, die wirklich intensiv beschrieben werden, die tiefgründig sind, die Tiefgang haben, die eben auch eine Entwicklung gehen, wo man wirklich nur da sitzt und denkt, grandios geschrieben. Es sind überraschende Wendungen, mit denen ich an keinster Stelle gerechnet hätte, die einfach auf mich zugekommen sind, zugerollt sind, die mich vom Socken gehauen haben, die mich zum Weinen gebracht haben, die wirklich spannungsgeladen waren und ich da saß und dachte, wann kann ich wieder atmen, die meinen Puls hochgejagt haben. Einfach nur großartig. Es ist ein schneller Stil, der in den richtigen Momenten weiß, wann er ein bisschen langsamer werden kann, wann er aber auch wieder loslegen muss, um mitzureißen. Und das ist wirklich ja eine Kunst, mich so in diese Welt hineinzuziehen und mich dann auch zum Teil nicht mehr losgelassen hat. Man hat hier von Spannung über Emotionen, über Humor und auch so eine Brise, Brutalität, Gewalt, wirklich alles dabei. Es ist großartige Fantasy mit so einer Spur. Ja, Science Fiction würde ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber so ein bisschen, man spürt schon, ja, da ist von der Technologie schon ein bisschen was anders. Aber ich fand es großartig. Also es ist wahnsinnig erzählt und ich habe mir auch zwei Zitate rausgeschrieben, die ich jetzt auf die Entfernung gar nicht lesen kann und mir mal kurz den Zettel dazu hole, die ich einfach so, so schön fand und eindringlich fand. Und es ist auch kein Spoiler oder irgendwas, es sind nur Zitate, die ich richtig, richtig toll fand oder ja, Sätze, Gedanken. Das erste ist, es braucht Mut, sich zu verabschieden, anzublicken, was man verloren hat und zu wissen, dass man es nie zurückbekommt. Manche Tränen sind wie geschmiedetes Eisen. Da kriege ich auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich an die Szene denke. Und das zweite ist ein bisschen länger, aber nicht weniger schön und eindringlich. Worten wohnt Macht inne. Manche bringen uns zum Lachen, andere zum Weinen. Ein bestimmtes Wort kann einen Anfang markieren, ein anderes das Ende. Worte ergreifen unser Herz, schnüren es uns in der Brust zusammen, lassen uns einen Schauer über den Rücken rieseln. Sie können so wunderschön sein, dass sie uns Gestalt geben, uns verwandeln und für immer in unserer Erinnerung leben. Andere werden vergessen, wieder andere können töten. Es gibt große, unheimliche und schreckliche Worte, wahre Worte. Doch was bleibt, wenn Worte nicht genug sind? Bilder. Ja, wunderschön und hat mich sehr ergriffen. Viele Szenen darin, die wirklich, weil man so mitfiebert, einen auch wirklich eiskalt erwischen. Und großes Highlight, hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den dritten Teil, der ja in gar nicht allzu langer Zeit dann auch erscheint. Auf jeden Fall im Spätsommer, Frühherbst. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich bin dabei und ich freue mich da jetzt schon drauf. Das waren die Bücher der zwei Wochen. Noch eine ganze Menge zusammengekommen, aber ja durchaus auch wirklich wunderbare Lese- und Hörzeitstunden, die ich hier genießen konnte. In meiner letzten Bücherwoche habe ich vergessen, dass ich in meiner Urlaubswoche, also Mitte Januar, im Kino war, nämlich im vierten Teil von Matrix. Ich weiß gar nicht, wie da so untergehen konnte. Ich habe das dann erst so bei meinen Filmlisten entdeckt und dachte, Mensch, das hast du gar nicht erzählt. Ich möchte aber ganz kurz und auch wirklich nur kurz so ein bisschen meine Gedanken dazu dalassen, weil ich schon sage, ich hatte danach großen Redebedarf. Also ich möchte sagen, ich fand den Trailer, als er herauskam, erst habe ich mir gedacht, brauchen wir einen vierten Teil? Dann dachte ich mir beim Trailer, also es kann entweder großartig werden oder der letzte Mist. Und ich saß dann auch im Kino und auch wieder Abspann lief und dachte, also entweder war das jetzt großartig oder der letzte Mist. Es ist schon sehr schwierig, wenn man 1999 mit so knapp 16 Jahren, als Matrix 1 in die Kinos kam, wirklich geplättet aus dieser Welt herausgekommen ist, man schwarze Mäntel getragen hat, überall gesehen hat, jeder hat darüber gesprochen, welche Pille er nimmt, was passiert, wenn er Morpheus über den Weg läuft, wie man aus der Matrix entfliehen kann, wenn Foren durchsucht wurden und man irgendwo auf der Suche nach irgendwas war und eigentlich gar nicht wusste, nach was man sucht, man am Ende sogar als Jobwunsch hatte, ich möchte Hacker werden. Da war der Lehrer damals im Deutschunterricht definitiv begeistert.
aber das ist auch nochmal was ganz anderes. Und war das Deutschunterricht? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr, welcher Lehrer da so ein bisschen geschmunzelt hat und dachte, naja, zumindest Kreativität hat sie. Aber das war auch so der Endkommentar. Und es war, Matrix 1 war etwas, was wirklich filmisch Zeitgeschichte geschrieben hat. Egal, ob es der Schnitt war, ob es die Optik war, ob es alles, was da an Technik verwendet wurde und auch zum ersten Mal eingesetzt wurde, das war einfach revolutionär. Und es gibt so viele Dinge, die wir heute in unserem Sprachgebrauch haben, die eben zum Teil auch auf die Matrix zurückgeht. Dann kam so 3-4 Jahre später ja Teil 2 und 3, die ich sehr kritisch gesehen habe und das auch immer noch tue. Ich kann Ihnen heute ein bisschen mehr abgewinnen. Einfach hinter diesen, Ich kann Ihnen heute ein bisschen mehr abgewinnen wegen dem philosophischen Ansatz, der dahinter so ein bisschen steckt. Aber ich dachte immer, warum wird das aufgewärmt? Warum ist das Ende so, wie es ist? Was sollte das dazwischen mir sagen? Und warum wurde Morpheus so verändert, sein Charakter? Wie hat man Zion gezeigt? Und so weiter. Das waren so Dinge, die ich einfach nicht gut fand, die für mich auch so ein bisschen meine Matrix-Welt zerstört haben. Und dann war es ja sehr, sehr lange ruhig. Und jetzt kam eben Matrix 4, der uns ja irgendwie zeigt, dass Neo bzw. Thomas Anderson eben nicht so geendet hat wie in Teil 3, sondern dass das irgendwie weiterlebt in ja, einer neuen Version der Matrix und wir alle weiterhin in der Matrix gefangen sind. Es gibt aber Dinge, an die er sich erinnert, die er vermeintlich denkt, dass er sie erlebt hat oder auch nicht. Er einen Psychologen hat, der einem direkt ein bisschen skurril vorkommt, aber und dann wird im Grunde wird uns im Grunde nochmal erzählt, was eigentlich den ersten Teil so großartig gemacht hat, indem man eine eigene Hommage eigentlich an Band 1, an Film 1 macht und man eigentlich drin sitzt und sich denkt, ich bin doch eigentlich hier, um was Neues zu sehen und nicht, um zu erfahren, wie toll damals Teil 1 war, was da passiert ist, wie es passiert ist. Und ja, ich weiß auch nicht, ich fand das ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich gestehen. Es war optisch schon toll gemacht. Insofern man von einer Handlung irgendwie sprechen kann, würde ich auch sagen, ja, ich konnte folgen, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich verstehe nicht, was man damit jetzt bezwecken wollte, außer natürlich so ein bisschen Fanservice zu begehen. Ich weiß nicht, warum man nicht eine ganz neue Geschichte dann irgendwie aus der Matrix erzählt hat, wie man es damals auch mit den Kurzfilmen in Anime gemacht hat. Ich weiß nicht. Also entweder habe ich da wirklich was Großartiges gesehen, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, könnte ich mich doch damit rausreden. Nein, oder es war einfach unnötig und einfach nur dumm und einfach nur Geschäftemacherei. Und ja, es hatte eigentlich keinen Wert. Also ja, Matrix 1 bleibt unverkennbar der Science-Fiction-Film, der wirklich großartig war, der Geschichte geschrieben hat. Ja, vielleicht vergessen wir den vierten Teil auch einfach. Ich weiß nicht, ob ihr ihn vielleicht schon gesehen habt oder, ne, dann lasst uns da gerne in den Kommentaren auch austauschen. Aber so richtig gute Stimmen habe ich ja noch nicht gehört, die ich mir natürlich auch erst nach meinem Kinobesuch angeguckt habe. Aber ja, aber auf jeden Fall positiver ist dann die vierte Staffel von The Sinner, welche es jetzt seit letzter Woche auch auf Netflix endlich gibt. Ich glaube, ursprünglich ist sie schon im Oktober im amerikanischen Netflix-Universum unterwegs gewesen. Es ist jetzt wohl die vierte und auch abschließende Staffel. Alle vier Staffeln hängen ja schon lose zusammen, bauen auch ein bisschen aufeinander auf, haben aber eben unseren Protagonisten, der hier der Ermittler ist, gespielt von Bill Pullman, der eben ja schon durch alle vier Staffeln begleitet, den ich auch wirklich großartig finde. Die erste Staffel basierte ja, glaube ich, noch auf einem Thriller von Petra Hammersfahr. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Staffeln auch irgendwie eine Buchvorlage hatten. Aber man merkt gerade schon in der vierten, dass sie schon ein bisschen Bezug nimmt, auch auf den dritten. Und es verschwindet hier eben eine junge Frau in der vierten Staffel und man glaubt erst unserem Ermittler nicht und sagt, das kannst du gar nicht gesehen haben, ob sie gesprungen ist, ja oder nein, ob jemand hinter ihr her war, und dann löst er hier eben, obwohl er eigentlich in Ruhestand ist, mit einer anderen Polizei so ein bisschen diesen Fall und deckt halt dann so Dinge auf und ja. Ich fand die Staffel gut. Ich muss schon sagen, dass sie mich bildlich und auch was so die Charaktere angeht und die Spannung schon sehr reingezogen hat, aber es war
an mancher Stelle schon ein bisschen unlogisch, wo ich denke, Mensch, da ist ein Polizist im Ruhestand, ob der einfach in einer anderen Polizeiwache reinlaufen kann und sagen kann, so, ich helfe euch jetzt mal mit den Ermittlungen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das fand ich schon ein bisschen sehr merkwürdig, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand auch dann, wo es hinlief, viel zu einfach. Das hatte ich relativ schnell so in Gedanken und dachte mir, und das war's jetzt? Das war die finale vierte Staffel. Also, sie reiht sich schon so eher mit der zweiten Staffel auf Platz 3 ein. Für mich war ja die Highlight-Staffel definitiv Staffel 3. Dicht gefolgt von Staffel 1, die auch richtig großartig war. Und dann kämen so für mich 2 und 4. Also es war spannend. Es hat auch diese visuelle Spannung, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Und das macht schon Spaß. Insofern ein Thriller, ein Psychothriller Spaß machen kann. Aber es waren so manche Dinge, wo ich dachte, Aber ja, es ist absolut empfehlenswert. Ich finde, jede Staffel für sich ist gut erzählt. Macht, wie gesagt, auch einfach Spaß, dran zu bleiben, diesen Spannungsaufbau zu erleben. Aber für mich definitiv die dritte Staffel, die Highlight-Staffel. Und ja, definitiv wäre das auch eine, die ich, glaube ich, nochmal anschauen würde. So, genug erzählt. 3 Bücher, ein Film nachgeholt und ein bisschen Serie. Und ja, allerhand irgendwie so dazwischen. Ich bin sehr neugierig, was ihr vielleicht im Januar als Highlight gelesen habt oder was auch euer letzter Wälzer war. Ja, wenn ihr denn überhaupt einen Wälzer lest, lasst uns da gerne ein bisschen in die Kommentare austauschen. Jetzt sind wir ja tatsächlich schon im Februar angekommen. Ich fand schon, der Januar ging recht flott um. Also muss man ganz klar sagen. Was mich nicht stört, weil theoretisch haben wir jetzt, wenn es gut läuft, ja nur noch einen Wintermonat vor uns, bevor dann vielleicht irgendwie so ein bisschen der Frühling kommt, die ersten Blumen vielleicht herauskommen und auch ein bisschen mehr Sonne da ist und es einfach heller wird und nicht irgendwie gefühlt von morgens bis abends alles dunkel ist. Ja, das ist einfach nicht meine Zeit. Ein bisschen Licht und ein bisschen Sonne, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt. Es muss ja nicht gleich zu heiß werden, aber das, glaube ich, wird es jetzt im Februar nicht, aber gut. So, ich glaube, genug gequatscht. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.